Tenere Experience Tour Tag 3. Wir sind unterwegs, haben gerade das Refugio di Viviere verlassen und ja, wo wir genau hinfahren, weiß ich selbst nicht, weil unser Tourguide hat ein paar Tipps bekommen von Sachen, die sie selber noch nicht gesehen haben und darum gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen auskundschaften, ganz im getreu dem Motto Next Horizon und wirklich etwas Schönes entdecken. Natürlich wieder geniale Aussicht hier. Und ja, ich bin echt gespannt, was der Tag heute bringt. Bis jetzt sind wir noch nicht enttäuscht worden. So, ich muss das Vloggen heute ein bisschen einschränken, weil ich nicht mehr so viel Platz auf der Speicherkarte habe und irgendwie nichts finde, was ich löschen möchte. Darum schalte ich nur ein für die nächsten zwei Tage, wenn ich wirklich was habe, was ich denke, das muss ich zeigen. Und ja, ich glaube, diese Straße hier gehört in diese Kategorie. Unglaublich, schaut euch das mal an. Ist doch einfach. Wow. Ich denke, wir werden hier ziemlich alleine sein, weil das ist doch etwas, was nicht regulär offen ist. Viel Steinschlag, so wie man sieht hier. Und es hat halt auch viel geregnet in den letzten Tagen. Dann haben wir hier einen richtig dunklen Tunnel. Wow. Das Coole ist, wir haben inklusive mir zwei Anfänger mit dabei heute. Und trotzdem, gestern hatten wir viel Offroad und alles hat gut funktioniert. Also wir hatten am Schluss alle zusammen ein schönes Tempo drauf. Und das macht mich jetzt auch optimistisch, wenn man davon spricht, dass heute schwierige Teile kommen, dass man auch mal etwas Verrücktes macht. Ich habe da nicht Angst. Ach, jetzt müsst ihr da hinten mit mir ins Tal reinschauen. Wahnsinn. Super schön. Ja, also ich habe schon Respekt von der Natur, aber auch von den Menschen, die das Zeug hier gebaut haben. Ist doch einfach Wahnsinn. Und ich bin gespannt, wo uns das hinführt, weil schlussendlich muss ich auch immer überlegen, es gab, um eine solche Straße zu bauen, gibt es irgendeinen Bedarf, warum auch immer, Handelsstraße, Pass, oder einfach nur eine Siedlung, wo ein paar Leute wohnen. Oh, unglaublich. Da fahren wir jetzt durch diese kleinen Tunnel. Ach, Weltklasse. So, ein neuer Tag, ein neuer Pass. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt. Col de Sampeye, irgend sowas. Ich werde nachlesen. Es geht immer viel zu schnell, wenn man einfach vorbeifährt. Gino ist auch heute wieder dabei mit uns. Er zeigt uns weiterhin ein paar tolle Strecken. Das Ding ist nur, er spricht hauptsächlich Italienisch. Ich spreche kein Italienisch. Und darum hat man immer nur einen Teil der Informationen, aber er hat so viel Erfahrung, man kann ihm einfach blind folgen und das machen wir jetzt auch. Ja, jetzt fahren wir wieder ein bisschen in den mystischen Nebel rein. Schaut euch mal an, wie hoch wir schon sind hier. Das ist der Colle de Sampeire. Ja, und jetzt wird sehr mystisch und windig. Das sieht doch cool aus. Wow. Rein in die Wolken. Holy shit. Nachschaut doch mal an, wie schön das hier ist.
Ach, das ist so viel wert, so eine Tour zu machen. Und noch viel mehr wert ist es, wenn man einen Local Guide hat, denn der weiß wirklich, der kennt Sachen, die kennt man nicht, die findet man in keinem Reiseführer, die findet man nicht in einer Top-Liste von den schönsten Pässen oder was auch immer, aber er ist einfach wirklich wunderbar und man sieht ja auch, das ist menschenverlassen, da fährt niemand hoch praktisch. Also wir sind jetzt hier alleine und das ist doch einfach wirklich Peace of Mind, meine guten Leute. So, ich verdeutliche jetzt nochmal, was für eine tolle Aussicht wir hier haben. Zuerst fahre ich aber noch um diese Kurve rum, wenn die mal aufhört. Na, die hört nicht auf. Okay, jetzt habt ihr die Aussicht nicht mehr wirklich. Kommt zurück. Wenn wir jetzt hier drehen, dann kann man das bestaunen hier auf dem Colle di San Pere. Boah. Herrgott. So was Schönes. Schaut euch das an. Unbedingt empfehlenswert das Ganze hier. Oh, ist doch einfach toll. Ich weiß, das sage ich viel zu oft, aber es ist halt einfach so. Ich komme nicht aus dem Staunen raus und ich hoffe, ihr habt was davon, weil es ist einfach wirklich unprecedented, was wir hier erleben. Jetzt geht es hier weiter. Ah, kommt jetzt die Naturstraße. Fürste del Gol. Schauen wir uns mal die Aussicht hier an. Geil. Oh, geil. So, nächste Station heißt Colle del Prete. Bin gespannt, was für ein Pass das ist, aber ihr seht ja schon mal, in welche Gegend wir herfahren und wie hoch wir schon sind. Es kann eigentlich nur cool werden. Und das war eben ein Tipp von unserem Host im Rifugio di Viviere, der natürlich selbst auch Enduro gefahren ist immer. Also das ist schon ein großer Mehrwert, wenn ihr die Übernachtungen bei jemandem macht, der selbst auch Motorrad fährt oder gefahren ist. Ja, mühelos mit der Tenere 700, zweiter Gang. Schaut euch diese wunderschöne Aussicht an, immer wieder. Also die Berge, egal wo ihr seid, die Berge sind einfach ein Garant für spektakuläre Erlebnisse, ob ihr jetzt wandern geht, ob ihr Fahrrad fahren geht oder ob ihr hoffentlich nicht mit dem Wohnwagen drüber fährt, weil auch das ist thrilling, aber for all the wrong reasons. So, jetzt wird es interessant hier. Jetzt sind wir wieder auf einem schönen, unbefestigten Pass angelangt oder auf einer Passstraße. Und genau darum sind wir auch hier. Also ich muss ehrlich sagen, jetzt, nachdem man mal ein bisschen länger fahren konnte und Erfahrung gesammelt hat, fühlt man sich richtig wohl da. Das einzige Defizit, was ich noch habe, ist Fahren auf Schlamm wirklich. Fahren auf Schlamm ist schon ziemlich schwierig. Aber sonst einfach wunderbar, was man hier noch machen darf mit dem Motorrad. Natürlich sind wir respektvoll im Umgang mit der Natur. Also wir fahren hier keine Rallye oder irgend sowas. Und wir schauen auch gut auf Fußgänger und ja, und auf Tiere und so weiter, also schon wichtig, dass man Respekt hat. Aber es
ja wirklich schön, dass man sowas noch machen darf hier. Unglaublich. Wenn euch das auch gefällt, schenkt mir einen Daumen nach oben, ein Like. Wenn es euch nicht gefällt, tut es mir leid, dann seid ihr auf dem falschen Kanal. Und wenn ihr es selber machen möchtet, nur zu. So, Gino hat uns verlassen und da waren es nur noch 4. Wir sind jetzt ein paar Pässe gefahren, die waren echt kriminell, ihr habt den Anfang davon gesehen. Ich habe das Videomaterial auch, also ich habe auch ein Videomaterial dazu gemacht mit meiner anderen GoPro, aber ohne Kommentar, und das spiele ich jetzt gleich mal ein und schaut euch einfach mal an, wie krass das war. Also auch einer der erfahrenen Teilnehmer hat gesagt, das hat er noch selten so gesehen. Und ich bin echt froh, dass wir da ziemlich schadlos durchgekommen sind. Also es gab nur einen kleinen Sturz, war aber nicht allzu schlimm. Keine Schäden an den Motorrädern und so. Und ich hatte Glück, dass ich nicht gestürzt bin bei einem kleinen Stein. Aber war wirklich kriminell und ich bin jetzt irgendwie ein bisschen stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Also ja, schaut euch das Video an, das kommt nämlich jetzt. Also man muss schon sagen, die Pässe hier, die sind überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was man von der Schweiz kennt. Also jedenfalls die Pässe, die wir jetzt hier fahren, das sind alles allesamt eher ja, schlechterrangige Straßen und eben häufig auch Schotterstraßen, teilweise richtig grober Schotter. Also ja, jetzt muss ich mal sagen, was wir vorhin gefahren sind. Normalerweise würde ich jetzt das wahrscheinlich mit einer Hard Enduro fahren, nicht mit einer Reise-Enduro, aber ging gut. Also ja, hat alles tiptop funktioniert. Aber man muss schon sagen, wenn man hier die Pässe fahren will in dieser Gegend von Italien, dann kommt eigentlich nur eine Enduro in Frage schlussendlich. Also sowas wie wir jetzt haben hier. Weil sonst bist du, da kommst du einfach immer wieder ans Limit. Egal ob jetzt der Belag schlecht ist und du viele Bodenwellen hast oder ob es halt dann wirklich richtig hart Offroad ist, da musst du schon drauf vorbereitet sein. Ja, und auch vorbereitet sein sollte man auf Spitzkern, wenn man hier hinkommt. Da gibt es ganz viele davon. Richtig enge. Also das muss man im Griff haben. So, wir sind mal wieder auf einem Berg und ja, die Strecke hier nach oben war wunderschön. Leider weiß ich nicht, wie das hier heißt. Ich habe nur irgendwie mal ein
ein Schild von Valemala gesehen und danach ging es weiter nach oben. Also das war wirklich eine wunderschöne Straße. Und jetzt sind wir auf dem Weg zur Strada di Canoni oder wie die auch immer heißt. Und irgendwo hier in der Gegend ist ein Gewitter am Werk, aber ja, ich habe nicht wirklich, doch ich habe ein bisschen Angst, aber ich weiß, dass unser Guide jemand ist, der keine unnötigen Risiken eingeht. Also ja, ich hoffe auf das Beste. So Leute, ich bin ein Angsthase und weil es da oben so fest nach Gewitter aussieht und wir haben auch einen Blitz und Blitz und Donner haben wir auch gesehen und gehört, machen wir jetzt diese Kanonenstraße nicht mehr heute. Ich muss auch ehrlich sagen, 2,5 Stunden hätte das gedauert ungefähr und wenn man dann 2,5 Stunden exponiert ist, das ist eine Kammstraße natürlich. Wenn man dann 2,5 Stunden exponiert ist, dann, ich muss auch ehrlich sagen, dieses Risiko will ich einfach hier nicht eingehen. Aber die anderen sind voll cool damit umgegangen, also ja, ich glaube, das ist schon okay. Auch wenn es mir leid tut, wenn wir jetzt diese tolle Erfahrung nicht haben. Wir hatten heute schon viel schöne Offroad-Stücke, wir hatten wirklich tolle Straßen, also ja, ich glaube, das passt schon. Und ja, ich hoffe, ihr habt es genossen, diese paar Eindrücke, vor allem dieser Pass, ich weiß jetzt immer noch nicht, wie er heißt, aber dieser wirklich krasse Offroad-Pass, ich hoffe, das hat euch auch gefallen. War wirklich anspruchsvoll, aber auch unglaublich befriedigend, weil wir das alle irgendwie bewältigt haben. Und ja, war ein cooler Tag wieder. Geht zwar noch ein bisschen weiter, aber das ist alles für heute von mir, von meinen Vlogs. Und ich hoffe, man sieht sich auch für den nächsten Teil wieder. Richtig schön nasse Straßen, aber Sonne, die reinscheint, die Allee hier. Echt niedlich. Also ich habe heute eine sehr wichtige Lektion gelernt. Ich weiß, alle, die schon mal hier waren, werden mich wahrscheinlich sowieso auslachen. Aber nie einen Tagesflug. Nie einen Tagesausflug ohne Regenschutz machen, nie. Weil hier regnet es sowieso irgendwann. Mit den ganzen Bergen, ist ja klar, mit der Meernähe, mit den krassen Temperaturunterschieden von teilweise bis zu, also gestern hatten wir von Schnee bis zu 30 Grad alles dabei. Ja, geht nicht ohne Regenklamotten aus dem Haus.